eine Schlafsackberatung. Worauf solltest du bei deinem Schlafsackkauf achten? Wenn dich das interessiert, dann bleib da einfach dran. Mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du eingeschaltet hast und bei dem Video mit dabei bist. Heute schauen wir uns an, worauf man beim Schlafsack achten sollte. Dafür haben wir verschiedene Stichpunkte, die wir durchgehen, die ich euch einmal vorher nennen möchte. Wir gehen einmal durch beim Schlafsack. Welchen Zweck verfolgen wir, den wir mit dem Schlafsack machen wollen? Dann achten wir einmal auf die Form, die Temperaturangaben. Womit hat es sich dabei auf sich? Gewicht und Maße. Daune versus Kunstfaser, immer ein heiß diskutiertes Thema, der Komfort, die Ausstattung und ob es einen Wärmekragen im Schlafsack gibt. Und woran erkenne ich überhaupt die gute Qualität oder die schlechte Qualität eines Schlafsacks? Das Wichtigste, wenn du einen Schlafsack aussuchst, kaufen willst oder von zu Hause mitnimmst, ist dir erstmal zu überlegen, was ist denn überhaupt der grundlegende Zweck, den ich mit diesem Schlafsack, ja, vollführen will sozusagen, was möchte ich damit machen? Möchte ich zum Beispiel auf Camping gehen, also eher etwas Stationäres, oder möchte ich sehr weit wandern zum Beispiel damit? Und je nachdem unterscheidet sich dann natürlich die Kriterien, die an den Schlafsack gerichtet sind. Als Zweites solltest du dir Gedanken darüber machen, welche Form denn dein Schlafsack haben soll. Klassischerweise haben Schlafsäcke Mumienform, das heißt oben schön breit, unten etwas dünner. Wir kennen das von den ganzen, ja, Mumienfilmen im Prinzip, wenn da der Pharao in seinem Sarkophag so aufgebahrt ist. Ungefähr so stellt man sich auch die Schlafsack-Mumienform vor. Es gibt aber noch andere Formen, zum Beispiel nämlich auch einen Deckenschlafsack, der so konzipiert ist, dass man ihn komplett aufmachen kann, dass man ihn auch als Decke multifunktional dann einsetzen kann sozusagen. Eine Sonderform ist der Kilt. Dort ist zum Beispiel keine Füllung im Boden, weil man sagt, man möchte sofort die Isomatte mit dem Schlafsack zusammen kombinieren, reinschieben in Fächer etc. Das ist eine spezielle Variante, wo man sich ein bisschen nochmal extra Gewicht spart. Außerdem auch in der Form integriert ist natürlich, ob der Schlafsack koppelbar ist. Das kann, wenn man als Pärchen zum Beispiel unterwegs ist, sehr, sehr nützlich sein, weil man sich gegenseitig mit der Körperwärme hilft und sozusagen eine Isolationsseite, wo die Wärme raus verschwinden könnte, sozusagen negiert. Die Temperaturangaben beim Schlafsack sind mit absoluter Vorsicht zu genießen. Es gibt meistens drei Angaben, eine ganz hohe, eine mittlere und eine ganz unten. Die Extremangabe, das ist die unterste Temperaturangabe, ist nicht die Angabe, womit du rausgehen solltest mit deinem Schlafsack. Das ist die Angabe, wo gesagt wird, hier stirbst du nicht. Du wirst aber dich halb zu Tode frieren, wenn du mit einem Schlafsack mit der Extremtemperatur rausgehst. Die untere Komforttemperatur, sozusagen die, die eher für Leute gedacht sind, die ein bisschen abgehärteter sind gegen die Kälte und so weiter und so fort, die damit besser zurechtkommen. Wenn du einen Schlafsack kaufst, geh am besten immer von der obersten Leistung aus. Da machst du absolut nichts falsch mit, normalerweise. Und damit kannst du dann auch ganz gut einschätzen. Das ist natürlich alles immer noch von bestimmten Sachen abhängig. Die Temperaturangabe geht zum Beispiel auch davon aus, dass du den Schlafsack komplett ausfüllst. Wenn du jetzt einen eher luftigeren Schlafsack hast, wo du Freiräume hast, die du erstmal erwärmen musst, bevor dir darin richtig warm wird, dann sinkt natürlich auch die Temperaturangabe. Das ist ja logisch. Das hier zum Beispiel ist ein sehr großer Schlafsack, wo sowohl der Fußbereich als auch der Brustbereich sehr breit geschnitten ist. Das hat den Nachteil, dass auch bei mir im Fußbereich dieser Schlafsack nicht so richtig warm wird, zumindest nicht so schnell, wie er warm werden könnte. Dafür hast du allerdings auch den Vorteil, dass du noch ein bisschen Beinfreiheit und natürlich dadurch auch Schrittfreiheit gewinnst, was durchaus ein Komfortgewinn ist. Gewicht und Packmaß deines Schlafsacks, den du dir aussuchen möchtest, spielt nur dann eine Rolle, wenn du den selber über längere Strecken transportierst. Bei einem Camping-, Festival-, Schlafsack und Ähnlichem ist das nicht so wichtig, wie jetzt zum Beispiel bei einem Trekker bzw. einem Weitwanderer. Das liegt daran, dass du dir natürlich, wenn du mit dem Auto Sachen rankarst, nicht so viel Gedanken darum machen musst, wie viel das wiegt, denn das Auto trägt ja das Gewicht für dich und meistens dann auch in der Größe ein bisschen mehr Platz hast sozusagen, um den Schlafsack noch in irgendeine Ecke reinzustopfen. Um dieses Gewicht und die Packmaße musst du dir natürlich sehr viel Gedanken machen, wenn du wirklich vorhast, weit zu wandern, also effektiv vorankommen möchtest. Jedes Gramm zählt da im Prinzip.
ich sag mal nicht jedes Gramm, ja, aber 100 Gramm bei jeder Ausrüstung, die mehr wiegt, machen am Ende schon ein Kilo teilweise aus. Und wenn man das vermeiden kann, dann ist das ganz schön. Packmaß ist natürlich dann nochmal so eine Sache. Es kommt auf die Größe deines Rucksacks an, aber je kleiner dein Rucksack wieder ist, desto weniger Gewicht hast du auch. Das heißt, je kleiner der Schlafsack auch ist, desto besser. Klassisches Streitthema, da möchte ich gar nicht zu viel zu sagen. Daune versus Kunstfaser. Die absoluten Fakten sind, dass Daune leichter anfällig ist für Verklumpen, als es Kunstfaser zum Beispiel ist. Im Nässefall, dass Daune, wenn sie zumindest biologisch vertretbar gewonnen wird, also keine Lebendrupfung, auch nochmal deutlich teurer im Normalfall ist als Kunstfaser. Das heißt, im normalen Fall wird jeder ein Kunstfaserschlafsack haben, damit anfangen und auch in den meisten Fällen benutzen. Es gibt aber durchaus Anwendungsgebiete für Daunenschlafsäcke und es gibt mittlerweile auch so gute Daunenschlafsäcke, dass man sich um das Wasser nicht mehr so viel Gedanken machen muss, besonders wenn man in einem Zelt schläft und dort wenig Wasser eindringt, also nur der eigene Schweiß ausdünsten muss am Tag, wenn du es dann nochmal raushängst. Das heißt, man kann sich einen Daunenschlafsack mittlerweile kaufen, wenn man das Plus an Komfort haben will, den das Schlafklima von natürlichen Materialien einfach bietet. Beim klassischen Kunstfaserschlafsack wie diesem hier, was ja ein Riesending ist, was man ja sofort sieht, hast du natürlich einfach das Problem, der hat ein größeres Packmaß als ein Daunenschlafsack. Also mit Daune kannst du dir ordentlich Gewicht und Packmaß einsparen. Das heißt, ein richtig guter Daunenschlafsack, der auch nicht so empfindlich gegen Nässe ist, kostet natürlich deutlich mehr. Du hast aber ein besseres Schlafklima, du hast ein geringeres Packmaß und du hast auch noch ein geringeres Gewicht. Also schon eine Überlegung wert. Hat dein Schlafsack einen Wärmekragen bzw. brauchst du einen Wärmekragen? Ein Wärmekragen bietet dir ein Plus einfach an Wärme, da es hier unter deinem Kinn die Wärme, die austreten könnte aus dem Schlafsack, also rausgepresst wird jedes Mal, wenn du dich bewegst, verhindert, dass es rausgepresst wird. Es kann dich aber auch im Gefühl einengen um den Hals. Das ist relative Geschmackssache. Fakt ist, mit einem Wärmekragen wird dir deutlich wärmer. Komfort und Ausstattung. Komfort, da geht es hauptsächlich um deine Körpermaße und um die benötigten Materialien. Da kann man von hier, also ich kann dir von hier dazu fast nichts sagen, weil das kommt sehr krass darauf an, mit welchen Materialien auf der Haut du dich wohler fühlst, mit was für Materialien im Schlafkomfort du dich wohler fühlst. Da musst du in deinen Laden gehen, wenn dir Komfort sehr wichtig ist, und ausprobieren. Anders geht es leider in dem Fall nicht. Man kann nur dazu sagen, Daune ist im Schlafkomfort meistens angenehmer und ein eher, ja, nicht so seidenglattiges, ich möchte sagen plattes Plastikmaterial, was so knittert, ist auch meistens angenehmer auf der Haut. Das ist aber sehr Gefühlssache. Bei der Ausstattung von Schlafsäcken gibt es ein paar Unterschiede, aber nur wenige. Oftmals ist auf jeden Fall ein Zwei-Wege-Reißverschluss sehr gut. Wie gesagt, eine Kopplungsmöglichkeit der Schlafsäcke dabei ist ebenfalls ein Ausstattungsmerkmal, falls man das haben möchte als Pärchen oder als Mutter-Tochter-Gespann, das unterwegs ist, in ähnlichen Bereichen. Manche Schlafsäcke, das ist noch ganz interessant, die auch Kilts zum Beispiel sind, aber auch manche normale Schlafsäcke haben das, wo man unten ein Band oben und unten hat oder eine Schlaufe, mit der man eine Isomatte fest mit dem Schlafsack verbinden kann, was nochmal ein Komfort an Temperatur gibt, weil weniger Lücken entstehen können, also weniger Zwischenräume, wo die Wärme entweicht sozusagen. Das ist ein Ausstattungsmerkmal, das aber noch nicht so viele Schlafsäcke haben, besonders Kilts haben das oft. Tja, Schluss und letztendlich, woran erkenne ich denn überhaupt einen guten Schlafsack? Einen guten Schlafsack erkennst du an den Nähten. Das ist übrigens bei fast allen Ausrüstungsgegenständen so, weil auch ein Zelt, ein Rucksack und Kleidung erkennst du an guten Nähten. Schau dir die Nähte genau an, reiß auch gerne mal im Geschäft ein bisschen dran, weil dort wird gerne mal gespart bei einigen günstig Anbietern. Das ist einfach so und das wird auf Dauer dich nicht glücklich machen. Wenn du siehst, dass alle Nähte sehr gut vernäht worden sind, vielleicht auch doppelt und dreifach vernäht, vielleicht sogar noch mal ein bisschen getaped worden sind, dann ist das super. Genau das ist das Qualitätsmerkmal, auf das wir gucken wollen. Natürlich kann man auch noch mal das Material sich allgemein außen angucken, wenn es sehr raschelig ist, dann das muss nicht immer schlecht sein, das kommt ganz aufs Preis-Leistungs-Verhältnis an und auf dein Gefühl. Aber sehr knittriges, lautes Material ist meistens nicht so gut bei Schlafsäcken.
Ich hoffe, meine kleine Schlafsackberatung hat dir gefallen und du konntest etwas davon mitnehmen. Schreib mir gerne noch weitere Fragen oder Anregungen, die du an mich herantragen möchtest, unten in die Kommentare rein. Darüber würde ich mich sehr freuen. Dafür kommen wir auch nochmal alle in einer kleinen Diskussion profitieren. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos. Einfach durchklicken. Da gibt es noch mehr Outdoor Basics Lehrvideos. Und unten in der Beschreibung findest du alle Infos, die du haben möchtest oder einfach als Frage stellen in den Kommentaren. Funktioniert super. Garantiere ich dir. Alles klar, ich sag dann mal bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.